Bevor ich jetzt anfange, klickt erstmal auf Gefällt mir und dann abonniert diesen Kanal. Das ist nämlich ganz wichtig, denn wenn ich fertig bin, habt ihr mit Sicherheit keine Lust mehr dazu. Also, fangen wir an. Wie ihr wisst, gehört Video ja nicht so zu meinen Stärken. Dennoch habe ich mir eine neue Kamera nach 7 Jahren gekauft, in der Hoffnung, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen kann. Denn was mir ja bislang immer fehlte, ist ein Audioeingang. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, mit dem Zoom Q2N hätte ich den, aber da gibt es andere Probleme. Auf die gucken wir gleich kurz noch mit kurzem Test. Aber zunächst mal, wenn ich euch schon mal was zeigen kann, dann hier das Amazona.de T-Shirt 2023 könnt ihr dort auf der Seite gewinnen. Müsst ihr ein bisschen was für tun. Und es geht in diesem Video auch nicht um Bilder, also ihr könnt eigentlich weggucken. Es geht im Wesentlichen um Ton, und zwar um Filmton. Ich habe die neue Sony FDR-AX53, das heißt, sie ist nicht neu, es gibt sie schon viele Jahre, aber ich habe jetzt eine. Und da habe ich auch einige Mikrofone zu, die ich euch zeigen will. Bevor ich das aber jetzt tue und wir jetzt mal einen Blick auf diese Kamera werfen, schalte ich mal kurz auf die Q2N 4K, damit ihr mal einen Klangeindruck habt. Während ich die Sony HDR PJ410 an einem Handgriff angeschraubt habe, der auch zur Fernbedienung genutzt werden kann, eigentlich für die RX100-Serie gedacht, passt das aber auch alles an die anderen Sony-Kameras, habe ich jetzt hier den Zoom Q2N 4K. Das schiebe ich hier jetzt einfach mal ein. Den habe ich einfach so in der Hand, halte den vor mich und bespreche das Stereo-Mikrofon in der Einstellung Meeting, also mit automatischer Aussteuerung. Und ich habe jetzt auch auf 48 kHz eingestellt, weil die Sony-Kameras können nicht mehr. Und sicherlich kann man dieses Video auch dazu nutzen, um mal so bestimmte Mikrofontypen kennenzulernen. Ist vielleicht auch für Leute, die YouTube-Videos machen wollen, interessant und nicht wissen, welches Mikrofon nimmt man am besten. Also das ist jetzt hier das integrierte XY-Mikrofon. Also Tonqualität super, aber es gibt hier weder einen Bildstabilisator, noch gibt es hier einen analogen, also mechanischen Zoom oder sowas. Ich habe hier nur diese 5 digitalen Vergrößerungsstufen. Ich habe hier diese Weitwinkellinse, die bei kleinster Vergrößerungsstufe, also im Telebereich, nicht Telequatsch, wer ist denn das andere? Wide-Bereich, also Weitwinkelbereich verzeichnet. Ist also alles nicht optimal, wenn auch der Ton super ist. Und ich schließe jetzt mal hier das Lavalier 2 an, das Lavalier 2 von Röde. Man sieht es wahrscheinlich jetzt hier auch am T-Shirt angeklemmt. Das ist ein Lavalier-Mikrofon. Benutzt man für Sprachaufnahmen, auch beispielsweise auf der Bühne oder auch im Studio im Fernsehen. Und dann, wenn man ein Mikrofon möglichst nicht sehen soll und trotzdem gut verstanden werden soll, ist das sinnvoll. Und sowas gibt es von Sony eben auch drahtlos. Also da kann man auch einiges mitmachen. Viele nutzen ja das Zubehör von Rode. Ich habe witzigerweise aus der Videoserie gar nichts. Ich habe zwar Mikrofone, also Kleinmembran, Großmembran, aber irgendwie kein Videomic. Weil brauche ich irgendwie nicht. Und das Lavalier-Mikrofon ist natürlich eines, auch in Verbindung mit dem, wie heißt es jetzt, da gibt es ja dieses Interface. Ich habe es getestet für Amazona.de Anfang letzten Jahres. Das ist so ein USB-C und Lightning-Interface. Dann kann man das Ding auch an ein Notebook oder iPhone oder was anschließen. Ist eine tolle Sache für Sprache und hatte ich mir eigentlich auch gedacht, könnte ich für diese Kamera nutzen. Ich hatte vorher ja das Rode Lavalier Go. Man muss hier ein bisschen darauf achten, dass man den passenden Stecker hat. Also es gibt ja die Smartlav-Serie, Smartlav Plus und Smartlav, die haben dann 4-Pol-Stecker für Smartphones und hier für so eine Kamera braucht man welche mit 3-Pol-Stecker oder muss notfalls adaptieren. Und das Lavalier 2 ist eben das ja, für normale Audiogeräte oder eben auch hier für so einen Camcorder. Ja, soweit dazu und jetzt zeige ich euch mal die Sony FDR-AX53. Halt, stopp! Ich muss ja die Kamera dann auch nochmal klanglich zeigen, die Sony DSCRX100 M5A. Jetzt auch mit diesem Unterbaugriff hier. Ich habe jetzt hier auch die Fernbedienung angeklemmt. Ich kann hier zoomen, das geht auch relativ langsam. Habe das Video damit auch gestartet und was man hört, der Ton klingt ziemlich weit weg und wirklich nicht toll. Ich kann ja mal hier von oben sprechen, also so würde es dann klingen, wenn ich jetzt hinter der Kamera stehe. Das ist alles nicht so toll. Und wie gesagt, außer bei der M7 kann man kein Mikrofon anschließen. Und was mir hier auch auffällt, ich muss den ganz schön langen Arm machen und die ganz schön hochhalten, weil eben der Bildschirm oben drüber ist und nicht zur Seite. Und jetzt verstehe ich auch, warum das bequemer ist, wenn man bei Videos den Bildschirm hat, der zur Seite ausklappt. So, jetzt aber zur AX53. Ihr habt es gemerkt, am Anfang habe ich mich so ein bisschen über diejenigen lustig gemacht, die am Anfang eines Videos schon wollen, dass man am liebsten liked und die Glocke drückt, damit man das hinterher ja nicht vergisst oder beziehungsweise man sich das nicht anders überlegt. Finde ich ein bisschen doof, aber wie auch immer. Ich habe mich jetzt so ein Jahr mit YouTube mal intensiver befasst
Und da hat sich ja schon einiges verändert. Ganz früher gab es viele Amateurfilmchen, auch mit Smartphone vor der Nase, ohne Mikrofon. Das klang dann akustisch alles auch alles andere als brauchbar. Das hat sich dann irgendwann geändert. Und während man früher immer gesagt hat, du musst ja ein richtiges Videobild haben, sagen die YouTube-Coaches und selbsternannten Experten heute, ja, man muss auch einen guten Ton haben. Weil wahrscheinlich auch viele gemerkt haben, vor allen Dingen, wenn man Produkte filmt oder was, dann versteht man eben nichts. Das hatte ich ja auch das Problem. Ihr hört das jetzt auch hier mit der PJ410, die ich in der Hand halte. Das ist klanglich alles andere als optimal, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. Und warum ist das nicht so schlecht? Weil ich hier direkt auf den Tisch filme und da hat man natürlich die Reflexion ohne viel Verzögerung. Das ist natürlich auch schon etwas, was sich positiv bemerkbar macht. Egal. Bevor wir uns jetzt mit den Mikrofonen auseinandersetzen, zeige ich euch die drei Kameras, die ich jetzt so immer verwendet habe, dass ihr einfach mal so wisst eigentlich, wo das Problem liegt. Ich habe dann beim zweiten Video, also das ist jetzt hier die AX53 und mit der muss ich ja dann die anderen Kameras filmen, da habe ich dann auch das Mikrofon benutzt, das Bluetooth-Mikrofon, zumindest das eine Teil, was auf der Kamera steckt. Bei der PJ410 noch nicht, da nehme ich dann das interne Mikrofon, dass ihr da auch nochmal einen Klangvergleich habt und beim Zoom Q2N4K nehme ich dann das Zusatzmikrofon. So, hier sehen wir sie erstmal, die AX53. Wenn man die in die Hand nimmt, denkt man, da ist irgendwas locker, da wackelt was hin und her. Das ist das Objektiv mit dem 5-Achsen-Boss-Bildstabilisator. Das sieht man jetzt nicht, glaube ich, wenn man das einschaltet. Ich kann es ja gleich mal zeigen. Ich wackel die hier mal und wackel dann, wenn ich die hier filme, auch mal damit. Und dieser Boss-Bildstabilisator, der ist natürlich was ganz Tolles. Und das ist ja auch so eine Gretchenfrage: Nimmt man jetzt eine DSLR-Kamera, eine Kompaktkamera oder nimmt man jetzt einen Camcorder? Da sagen manche, Camcorder sterben aus. Aber was Camcorder immer noch den Systemkameras im Vorteil haben, ist, dass Objektiv und Sensor alles aufeinander abgestimmt ist. Also ich sag mal so: Wer sich eine DSLR-Kamera oder APS-C-Kamera oder Systemkamera oder irgend sowas kauft, der muss wissen, was er tut. Die Automatiken sind alle nicht so ganz optimal, was daran liegt, dass die Geräte ja auch für die manuelle Handhabung konzipiert sind. So ein Camcorder ist ja zum Draufhalten, Aufnehmen, fertig und sich freuen. Und das ist eben der Unterschied. Und da haben Camcorder nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Ja, jetzt kommt man natürlich gerne mit dem Argument, das Smartphone hat man immer dabei, das stimmt. Aber wenn es darum geht, wirklich mal einen Zoom zu verwenden, also hier in dem Fall einen 30-fach optischen Zoom, den kriegt man in einem Smartphone nicht unter und da kann man auch die Physik nicht überlisten. Und je größer der Zoom ist, umso wichtiger ist, dass der Sensor auch groß ist, um eben dann auch bei Dunkelheit noch was zu erkennen und nicht so ein hohes Bildrauschen zu erzielen. Die FDR AX53 hat auch keinen 1 Zoll oder APS-C-Sensor, also die Sony FDR AX700, das ist die große Schwester, die hat einen 1 Zoll Sensor, genauso wie die DSCRX100 Kameras, die haben das auch, oder was weiß ich, Panasonic Lumix FZ2000. Aber es kommt ja, wie gesagt, bei Video auch noch auf was anderes an, nämlich dass die Bildstabilisierung funktioniert. Panasonic hat das bei der FZ2000 gut im Griff und Sony hier bei der AX53 auch. Neben dem Boss Bildstabilisator und 4K-Fähigkeit gibt es allerdings noch weitere Vorteile. Hier sehen wir das, einen Sucher in elektronischen. Den kann man hier auch hochklappen. Ich denke, dass man das jetzt nicht sieht. Und das ist ja ein Ding, was sich bei den Kameras so ein bisschen verflüchtigt hat. Früher waren ja Sucher eigentlich obligatorisch. Bei Panasonic waren dann immer die Kameras mit Display. Das war dann immer die Option. Die waren dann teurer. Und Sucher war dann immer so Standard. So, und irgendwann passierte genau das Gegenteil. Die Sucher sind verschwunden, dann kamen die Displays, da haben sich viele auch dran gewöhnt, auch durch die ganzen Handys und Kameras und so weiter. Aber ein Sucher ist zum Filmen immer noch ganz toll. Also für mich ist das auf jeden Fall gut, dann ist das Auge abgeschattet, da streut nichts rein und man sieht eigentlich, was vor einem ist. Man kann Dioptrienausgleich machen und so weiter. Das kann man alles bei einem Monitor nicht. Die kleine PJ410, das sehen wir gleich noch, die hat keinen Touchscreen und ein kleines Display, während hier die Kamera einen Touchscreen hat. Den kann man natürlich auch drehen und dann zeigt er auch nach vorne. Wir haben hier noch ein paar Bedientasten, jetzt kommt man natürlich immer da dran und da ist auch der SD-Karteneinschub, die nutzt wie die anderen Kameras auch SD-Karten, die kleinen Micro-SD-Karten. Und es ist im Prinzip die kleinste Kamera von Sony, die überhaupt einen elektronischen Sucher hat, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Also die AX43A ist die nächst kleinere, die hat keinen Sucher, hat aber im Gegensatz zur AX43 das Display der 53 bekommen, aber noch einen etwas anderen Sensor, aber eben keinen elektronischen Sucher. Und wenn man das haben möchte, geht es bei Sony eigentlich hier los. Klar, man könnte jetzt auch noch die DSC-RX100 und die RX10 und so weiter noch mit einbeziehen, die sind aber deutlich teurer.
Ähnlich platziert sind die Sony ZV-1, das ist ja diese neue oder relativ neue Vlogging-Kamera, auch so im RX100-Style, da klappt man das Display seitlich raus. Die hat aber einige Probleme und deswegen habe ich sie nicht gekauft. Beispielsweise die Mikrofone können nur per Kabel verbunden werden, über den Blitzschuh-Anschluss geht das nicht, das geht bei der ZV-E10. Die ist als APS-C-Sensorkamera auch die bessere, hat Wechselobjektive, aber dadurch, wie erwähnt, schwieriger für mich zu handeln, weil eben die Automatiken darunter leiden. Und wenn man so eine Kamera kauft, kann man davon ausgehen, man zahlt das Doppelte nochmal für ein vernünftiges Objektiv und das wollte ich nicht. Ja, und deswegen ist es die ZV-1 nicht geworden, auch wenn es die mit dem Bluetooth-Mikrofon und dem Bluetooth-Handgriff im Paket gibt. Und Bluetooth kann man nutzen, aber das Mikrofon, da kann man sich vertun, denn Bluetooth-Mikrofon heißt in dem Fall nur, dass die Funkstrecke des Mikrofons per Bluetooth funktioniert, aber man trotzdem das Mikrofon oben aufsteckt, aber nicht das Mikrofon irgendwie an der Kamera gekoppelt werden kann oder sowas. Das geht nicht. Ja, gucken wir hier noch ein bisschen weiter. Einen Projektor gibt es hier nicht. Ja, man kommt immer hier dran, wenn man da so mit einer Hand rumfuddelt. Hier vorne haben wir eine Taste. Diese Taste ist dafür gedacht, um mit dem Einstellring hier vorne, der sich auch sehr smooth und schön drehen lässt, Einstellungen vornehmen zu können. Da gibt es Kritik von den Profis, die sagen, man kann bei der AX53 nur einen Parameter verändern und dann ändern sich alle anderen automatisch. Also es ist so eine Art Halbautomatik. Es kann sein, dass das in der Firmware inzwischen geändert wurde. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Also ich glaube immer so, ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Es ist mir selber schon oft passiert, dass man dann irgendwas behauptet und hinterher feststellt, nee, das war ein Bedienungsfehler. Ich meine, es gibt ja irgendwo nicht umsonst diese vielen manuellen Parameter und wahrscheinlich kann man das auch irgendwie machen, dass man die auch getrennt voneinander einstellen kann. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, mit einem Einstellring und einer Taste ist es natürlich auch sehr begrenzt. Also von daher kann das durchaus auch sein, dass, ja, dass man hier irgendwie nicht ganz so flexibel ist. Man hat auch einen Gewindeanschluss, das sehen wir von vorne. 55 mm. Ich habe hier einen Polfilter, den ich draufschrauben kann, um eben Reflexion bei Gegenlicht ein bisschen zu unterdrücken. Hier unten sieht man, glaube ich, so jetzt nicht, ist auch ein Infrarotlämpchen. Das ist ja die bekannte Nightshot-Funktion von Sony. Das hatte Sony ja in den 90ern auch schon, dass da eine kleine Kameraleuchte drin war und ein Infrarotlicht. Und das Infrarotlicht dient dann eben als Nachtsicht. Also man hat im Prinzip auch noch ein Nachtsichtgerät. Die Aufnahmen sind dann zwar nicht so schön, aber man hat immerhin die Möglichkeit, bei wirklich null Lux noch irgendwas zu erkennen, ne? Also das ist dann Nightshot, kann man einschalten und ist ja vielleicht auch für Effekte ganz nett, aber es ist jetzt nicht wirklich etwas, was man braucht. So, hier vorne, da befinden sich die Mikrofonkapseln, wie auch die HDR CX625 und CX450 gibt es hier auch das Voice Cancelling oder My Voice Cancelling heißt es. Also wenn ich hinter der Kamera stehe und ein bisschen Drehbuch spiele, dass ich nicht gehört werde oder meine Stimme ausgeblendet oder unterdrückt wird, genauso wie eine Windunterdrückung, die natürlich ja so mehr brauchbar als optimal ist. Und ich nehme nicht an, dass hier fünf Kapseln drin sind, sondern dass es hier eher darum geht, dass man über Phasenverschiebung, also wie bei MS-Stereophonie, dann entsprechend die Effekte, was weiß ich, erzeugt. Ne? Der Zoom H2n macht das ja beispielsweise so, ne? Dass man dann eben die Phase dreht und kann dann wählen, hat man das in einer Datei oder in zwei Dateien. Hier kommt dann wirklich ein AVC-HD-Signal mit 5.1 Sound raus. Die kleinen Einschränkungen sind, es geht nur mit AVC-HD, also wer das X-AVCS-Format nutzen will, der hat da nichts von. Und wer 4K verwenden will, auch nicht, weil das geht nicht mit AVC-HD bei Sony. Und da kommt dann wieder die nächste Einschränkung. Das können aber die größeren auch nicht besser. 4K geht nur mit 25 Vollbildern pro Sekunde. HD, also Full HD mit 50 Vollbildern. Jetzt hat sie sich abgeschaltet, weil ich nichts mache hier. Ja, und das ist also eine Sache, das muss man wissen. Also am besten filmt man einfach in Full HD und dann kann man auch den Boss-Stabilisator nutzen, weil die optische Stabilisierung funktioniert bei 4K auch nicht. Aber auch das weiß ich nicht, ob das stimmt. Also man kann zumindest intelligent aktiv wählen. Soweit habe ich mich mit der auch noch nicht befasst. Ich habe die ja vor den Osterferien gekriegt, habe die mal ein bisschen ausprobiert, habe sie dann liegen gelassen, weil ich sie nicht mitgekriegt habe. Und naja, deswegen bin ich da noch nicht ganz so im Thema. Aber es geht ja eher um Audio und das habe ich mir dafür deutlich besser und ausführlicher angeguckt. Ja, also wie gesagt, das sind so diese kleinen Einschränkungen. Also 4K ist da auch mehr, ich sage mal, halbwegs Werbegag. Die Videos taugen natürlich was, aber die Stabilisierung, und darauf kommt es ja bei einer Kamera an, sind bei Full HD schon etwas besser. So, die Mikrofone haben noch einen weiteren Nachteil. Man hört immer diesen Boss, das hören wir bestimmt gleich, wenn ich hier die PJ410 filme damit, dann lasse ich das interne Mikrofon mal an und bei den Folgekameras nutze ich dann eben mal die. Ja, das Bluetooth-Mikrofon,
beziehungsweise den Teil, der auf der Kamera steckt. Und man hört so, das hört sich so an, als wenn einer in so einem Topf rührt oder sowas. Das ist dieses Kreiseln, das man hört wahrscheinlich von der Stabilisierung oder was weiß ich nicht. Das ist auch nur störend, wenn es wirklich eine ganz leise Umgebung ist. Ist mir auch stärker aufgefallen als bei anderen Kameras, also dass man den Fokus hört, das kennt man ja. Aber gut, man hat natürlich auch das Problem, dass die Kapseln sehr nah am Objektiv sind. Also früher Blaupunkt und Panasonic hatten dann immer oben so ein Mikrofon auch mit Windschutz drüber über der Kamera. Das hat man weggelassen, weil die Leute wahrscheinlich sagten, das ist mir zu wuchtig, ich will ja ein kompaktes Gerät. Und dann hat man irgendwann angefangen, die Mikrofone einfach oberhalb oder unterhalb des Objektivs irgendwie da einzubauen. Und ja, das geht eben nicht ohne Entkopplung. Also man kapselt das halt nicht richtig, ne? Das ist halt auch dem Preis geschuldet, wenn so eine Kamera komplett, sag ich mal, 800 € kostet wie die hier, dann kann man jetzt auch nicht wirklich alles in exzellenter Qualität erwarten. Ja, gucken wir uns jetzt die rechte Seite mal an. Hier, der Sucher ist noch hochgeklappt, den klappt man runter, schiebt ihn dann wieder ein. Wie gesagt, mit einer Hand ist das auch blöd. Hier rechts der Dioptrienausgleicher, mache ich gleich, die ist ja eh aus. Hier habe ich die Klappe für den Blitzschuhanschluss. Die CX625 hat den auch, die anderen Kameras haben die nicht. Die kleinen Kameras, wenn man das jetzt auch nicht brauchen, sag ich, will ja nur ein bisschen filmen, ja, da reicht auch eine Sony HDR CX450 oder 405 locker aus. Die haben auch keinen schlechteren Sensor als die CX625, aber ein bisschen weniger Spielerei. Ne? Also hier 5.1 Sound und so. Naja, also jedenfalls hier habe ich auch diese Flexibilität, die ich ja brauche und wollte, sonst hätte die Kamera mir nichts genutzt. Und hier haben wir die Fototaste. Also man sieht, das ist bei Sony auch immer irgendwie gleich, ne? Also auch Panasonic, ne? Auch dieser Hebel hier, ne? Den man da so mit dem Finger benutzt, das ist immer ein bisschen nervig. Die größere FDR AX700, doppelt so teuer und bald doppelt so groß, die hat hier an der Stelle eine richtige Zoomwippe, auch wie früher die Blaupunkt- und Panasonic-Kameras das hatten. Das ist natürlich sehr angenehm und hat also wirklich ein professionelles Feeling. Aber gut, auch wie gesagt, das sind Kompromisse, die auch dem Preis geschuldet sind. Also dann wäre die Kamera wahrscheinlich auch ganz anders ausgefallen, wenn man da noch so einen dicken Hebel drauf gemacht hätte. So, an der Seite, hier hinter der Klappe, da ist der Multi-Interface-Anschluss. Der ist, und das ist jetzt gut, dass Sony Micro-USB benutzt, denn den kann man für alle Kameras nutzen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich die drei Sony-Kameras habe, also die PJ410 und die RX100 M5A, denn da kann ich auch die Fernbedienungen anschließen. Ich habe zwei Fernbedienungen, eine direkt im Stativ, die andere hier. Man könnte auch, das ist hier so eine kleine, die kann ich mir woran klipsen an ein Stativ oder so, die kann ich eben für Fotos und Videos nutzen. Kann ja auch Dauerfilm einstellen. Nee, ach nee, das ging nur bei der anderen Fernbedienung. Bei der geht das hier, glaube ich, doch, da unten geht's. So, dann schiebt man das hoch, dann kann ich Dauer für, was weiß ich, Zeitrafferfotos oder sowas geht auch damit. Ich habe an der Seite so einen Schieber, da kann ich dann die Kameras ein- und ausschalten und so. Das ist also relativ ähnlich. Infrarotfernbedienung habe ich ausprobiert. Gibt es aber auch sehr schlechte Rezensionen, weil der Stromverbrauch bei Ruhestrom so hoch sein soll. Da muss man immer CR 20, 25 Knopfzellen wechseln und so ein Kram. Ich habe gedacht, probierst du das mal aus, aber die Kamera hat nicht darauf reagiert. Sony bietet da auch in der Kompatibilitätsliste irgendwie keine Infrarotfernbedienung an, aber die Kamera kann wohl Codes empfangen. Also manche nutzen auch was von Drittherstellern, dann geht es wohl, Fernauslöser oder sowas, aber naja, ist nicht so wichtig und man läuft dann auch Gefahr, dass die Kamera von jemand anders fernbedient wird, wo man es vielleicht gar nicht will, weil sie irgendein Infrarotsignal empfängt, vielleicht von dem Handy oder so, und einer die Kamera dann irgendwo abschaltet. Ne? Also das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich so ein Handy habe mit Infrarotsender und die kompatible Fernbedienungs-App oder Protokoll finde, dann müsste das auch gehen. Ansonsten steuert man sie halt über Smartphone per WLAN oder so. Das geht auch. Also Bluetooth hat sie jetzt nicht. Bei der RX100 hat es nur die M7 und eben die ZV1 und ZVE10, glaube ich, die hat auch Bluetooth. Aber die RX100, die kleinen haben es nicht und die kleinen Camcorder auch nicht. Aber es ist ja egal. Ich kann also hier, wie gesagt, diese Fernbedienung anschließen oder die Kamera auch laden. Und ich habe dann hier drunter eine Klinkenbuchse und da habe ich dann auch meinen Stereo-Mikrofoneingang. Genau wie bei der Q2N 4K kann ich hier auch das Rode Lavalier 2 oder auch den Ohrwurm 3, den ich nachher nochmal an das externe Mikrofon anschließe, kurz, die kann ich dann auch hier direkt an die Kamera anschließen. Das heißt, dieses Bluetooth-Mikrofon hätte ich gar nicht so wirklich gebraucht, wenn ich nicht gesagt hätte, naja, gut, so kann man mal ein Interview führen, aber das alles gleich später noch. So, hier ist die Klappe schon auf, da ist der Kopfhöreranschluss. Auch das ist bei der ZV1 nicht vorhanden oder der.
Und ich glaube, die CX625 bringt den auch mit. Bei der AX43A denke ich mal, die haben den auch. Und das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man sich selber mithören möchte. Und ja, von daher ganz nett, dass sie den hat. Hier unten habe ich jetzt die Stativplatte angeschraubt. Akkus bei der Kamera hier hinten dran. Das sind ja diese Standard-Akku. Dieser V70-Akku hängt hier dran. Es gibt auch einen V50 und V100. Der 100er ist riesengroß, der 50 zu klein. Also der 70 ist schon sinnvoll. Ich habe da so ein Paket gekauft, da waren zwei von diesen Akkus bei. Es fehlt jetzt noch ein weiteres Ladegerät, weil das dauert in der Kamera halt seine Zeit. Aber naja, der Akku ist schon okay. Also für ein paar Stunden Film reicht der. Ja, das erstmal zur, ich glaube, ich habe nichts vergessen, zur FDR-AX53. Und die Sony HDRP410, die, mit dem Projektor zeige ich euch jetzt mal mit dem internen Mikrofon. Dann hört ihr auch direkt im Vergleich, wie die AX53 ohne Mikrofon klingt und die anderen Kameras. Da mache ich dann eben dieses drahtlose Mikrofon dran. Okay, das war's hierzu. Rode AI Micro heißt das Interface. Jetzt fällt es mir wieder ein, was ich erzählt habe vorhin mit dem Lavalier-Mikrofon. Also, wir gucken jetzt als erstes mal auf die Sony PJ410 ganz kurz und auf die Mikrofone und dann zeige ich euch noch die beiden anderen Kameras, weil sonst wird es irgendwie zu lang. Ich habe zu viel erzählt und dann können wir uns dann auch mal mit den klanglichen Eindrücken der Mikrofone befassen. Also, hier ist die Kamera. Man sieht, es ist eine Sony. Von der Optik ist das sehr artähnlich. Hier klappe ich den Bildschirm aus. Einen Sucher gibt es, wie erwähnt, ja nicht. Den Bildschirm haben wir hier. Achso, ihr ja, internes Mikrofon nutze ich hier von der AX53. Kann ja mal ein bisschen wackeln, um den Bildstabilisator mal zu testen. Also, so sieht es jetzt hier aus. Und im Prinzip ist es eigentlich artähnlich. Ne? Die Kameras sehen irgendwie immer alle gleich aus. Ne? Man hat hier dann die Klappe für die Micro-SD-Karte, die ist da drin. Ich habe hier dann noch die beiden Anschlüsse für HDMI und den analogen Videoausgang. Da weiß ich gar nicht, ob analog bei der AX53 noch dran ist. Ein Kabel habe ich, aber wo das reinpassen soll, muss ich nochmal gucken. Hier hinten habe ich dann, das sieht aus wie ein Akkupack, ist es aber gar nicht. Das ist eigentlich dieser kleine Akku, dieser, wie heißt der, irgendwas mit BCNB1 oder was, der ist der gleiche, der in die RX100 passt. Und das fand ich so attraktiv, weil ich gesagt habe, hast du sogar noch einen Ersatzakku. Hier an der Seite haben wir den Projektor. Das ist halt eben das, was die PJ-Kameras können, die anderen nicht. Der Projektor ist brauchbar, aber jetzt irgendwie nur so ein, ja, eigentlich mehr ein Gag. Also so richtig videolange gucken macht keinen Spaß. Das zieht auch den Akku unglaublich schnell leer. Aber es funktioniert. Hier stelle ich die Schärfe ein. Und ja, hier haben wir dann eben die Handschlaufe. Und was die AX53 im Gegensatz zu 33 nicht mehr hat, das ist das hier. Und zwar den im Handgriff integrierten USB-Anschluss. Ich kann die Kamera im Prinzip direkt an Netzteil oder Computer anschließen. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht so runterhängt, aber es geht. Und interessant ist auch hier, wo die Fernbedienung jetzt drin steckt. Das ist eine Klappe. Da kann ich eben den Multi-Interface-Adapter anschließen, wo ich nicht in der Lage bin, Audio drüber zu übertragen. Das wäre es ja gewesen. Dann hätte man auch bei der RX100 über so einen Klinkeradapter oder was Mikrofone anschließen können. Aber nein, das geht nicht. Hier geht nur die Steuerung. Und wenn wir uns hier mal den Stecker von dieser Fernbedienung anschauen, sieht man vielleicht, dass der ein bisschen länger ist. Der passt halt auch wirklich nur in die Sony-Kameras rein. Aber er passt jetzt hier in alle drei. Also in die AX53, in die PJ410 und in die RX100, die sich auch übrigens alle drei per Wi-Fi mit dem iPhone oder Smartphone verbinden können und per App gesteuert werden können. So, Objektiv haben wir hier, mechanischen Objektivverschluss. So, und das war es eigentlich. An Anschlüssen oder so gibt es gar nichts. Hier oben die obligatorische Zoom-Wippe. Das sieht dann auch so aus wie bei der AX33. Hier habe ich den Knopf zum Fotografieren, wenn ich das will. Ja, und das ist eigentlich alles, was da ist. Jetzt kann ich hier mal den Sucher verwenden, dann geht das mit den Mikrofonen auch besser. Die zeige ich euch nämlich jetzt noch. Ja, da liegt jetzt allerhand viel Kleinkram, sieht hier ein bisschen aus wie bei Kraut und Rüben. Windschütze vom Ohrwurm und sowas, das interessiert uns jetzt mal gerade nicht. Das hier ist das Sony ECM STXY1M. Das ist ein Stereo-Mikrofon, der Windschutz hier ist dabei, ein Klinkenkabel ist dabei. Wir haben auf der Seite hier links die Klinkenbuchse für den Fall, dass ich es an der ZV1 oder so betreiben will, also an Kameras, die eben nicht über den Blitzschuh das Audio übernehmen. Der Blitzschuh ist hier unten. Da ist dann auch die Abdeckung, die macht man ab. Da sieht man auch, sind allerhand Kontakte zu finden. Und ja, interessant ist es eigentlich an der Vorderseite hier jetzt mit Windschutz. Der Windschutz hält bei 110 Grad Einstellung eigentlich besser als bei 0 Grad Einstellung. Und ja, hier haben wir die Kapseln. Die kann man zusammenklappen. Dann hat man eben ein enges Stereosignal. Das zeige ich gleich in der Praxis und eben ein breites. Ja, und hier haben wir eben auch den
Low-Cut-Filter, den ich zuschalten kann. Das Säckchen da gehört auch zu. Ähnlich ist es hier auch mit dem Bluetooth-Mikrofon, das haben wir hier. Und bei dem Bluetooth-Mikrofon haben wir zwei Teile. Da sehen wir auch einen Windschutz, den ich abziehen kann. Und hier oben, das ist sozusagen der Teil, der kommt auf den Blitzschuh. Und im folgenden Video werde ich das auch benutzen. Und zwar habe ich da hier vorne das Mikrofon und bespreche sozusagen jetzt auch, wenn ich durch den Sucher gucke, in die Kamera. Und das ist natürlich klanglich viel besser. Ist natürlich ein Monosignal, ist klar, aber für Sprache deutlich besser. So, das ist hier das Handteil, der Handsender. Da ist jetzt hier noch dieses Verbindungsteil, das macht man dann ab. Auch hierfür ist ein Klinkenkabel beiliegend und ein USB-Kabel zum Laden und auch eben dieses Säckchen. Genau, so, jetzt ein Blick auf die Kameras und dann ein Ohr an die Mikrofone. Hier sehen wir jetzt die Q2N 4K von Zoom. Ich hatte die in YouTube ja schon mal gezeigt. Hier, das ist die Sonnenblende, die sorgt dafür, dass wenn von oben und unten Licht aufs Objektiv fällt, dass das abgeschattet wird. Bei der Q2N, also dem direkten Vorgänger ohne 4K und HDR, war das noch im APQ2N-Paket enthalten, genau wie die Linsenabdeckung. Das ist jetzt hier im Lieferumfang enthalten. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist halt von der Art und Weise, man sieht es hier unten, ich habe auch von Zoom diese MSM, wie heißt sie, die ist auch aus Metall und sehr robust, das ist die Action-Cam-Halterung, ne? Und da sieht man, es ist eigentlich von der Art und Weise eher eine Action-Cam. Ich hatte, als ich für Massengeschmack TV das Video aufgezeichnet habe, eigentlich gedacht, nimmst du mal die Q2N 4K, die ist kompakt, die kannst du hier an dem Rode PSA1 Schwenkarm befestigen, da hängt ja vorne auch das Broadcaster dran. Und ja, es hat sich erwiesen, dass die Kamera aufgrund des Fixfokus und so, das ist einfach nicht so toll gewesen. Ich habe dann die RX100 genommen. Ja, von hinten sieht die Kamera so aus, das Display ist nicht neigt und drehbar. Das ist bei der Q8N alles besser gelöst. Ne? Trotz gleicher Optik hat man natürlich mehr Ausstattung, aber die Bedienung ist so unglaublich einfach. Also man schaltet die ein, kann hier Aufnahme starten, stoppen, da kommt man ins Menü rein oder raus. Hier oben links stelle ich einfach das Aufnahmeformat ein. Kann man sogar sehbehindert ganz gut machen. Jetzt sind wir im Nur-Audio-Modus, jetzt sind wir im 4K-Modus. Hier kann ich den Zoom einstellen in 5 Stufen. Wie ich es glaube ich schon gesagt hatte, im Weitwinkelbereich verzeichnet die Optik. Hier stelle ich ein, ob ich 48, 96, 44,1 Kilo haben will. Unten rechts kann ich jetzt hier einstellen, ob manuell ausgesteuert werden soll oder eben eins der Presets. Unten links wähle ich die Anpassung der Farben auf Auto oder auch Sepia und so weiter ist möglich. Man kann auch, sag ich mal, kinomäßig mit 24p und so weiter aufnehmen und hier oben rechts, das ist der Low-Cut-Filter. Das heißt, man hat alles eigentlich schön im Direktzugriff. Es gibt zwar Pieptöne, aber man hört nicht, was eingestellt ist. Also für blinde Anwender ist es schwierig, aber man kann eben auch nicht viel falsch machen. Und ja, wenn man jetzt die ganze Optik vernachlässigt, es ist einfach ein guter Video-Audio-Recorder mit eben dem Fokus auf Audio. Und deswegen habe ich eigentlich meine Videos öfter gar nicht mit der Kamera aufgenommen für YouTube, sondern mit der RX100, damals noch mit der M3. Inzwischen habe ich die M5A und da gucken wir jetzt drauf. Das Ganze sieht dann so aus, jetzt hier unten auch mit diesem Sony-Handgriff, was ich gesagt habe, den man auch als Dreibandstativ nutzen kann. Ich habe dann hier die Tasten für die Fernbedienung, habe ich jetzt nicht angeschlossen. Ich kann den Monitor von der Kamera nach oben klappen und dann hat man eben eine richtig gute Selfie-Kamera. Bei der M5A bis zur Sony RX100 M6, wie heißt sie? DSC RX100 heißt sie ganz komplett, gibt es keinen Kopfhörer- und Mikroanschluss. Das gibt es erst bei der M7. Und die M7 hat auch Bluetooth, ist auch die teuerste, die kleineren gibt es noch. Also wenn eine günstige haben will, die M3, die ist absolut zu empfehlen. Die liegt so bei 400 Euro oder was. Und also inzwischen muss man sagen, die ist auch mit über 1000 Euro eingestiegen. Und was halt das Tolle ist an der Kamera, sie kann 4K. Sie ist auch jetzt schnell genug. Das war ja vorher so das Problem, dass sie, ja, wie soll man sagen, nach 5 Minuten hat sie abgeschaltet, weil sie überhitzt ist. Also die M3 kann theoretisch auch 4K, aber das funktioniert in der Praxis nicht. Das hat man hier jetzt verbessert. Die kann also auch im Prinzip, jo, ich weiß gar nicht, wie lange die aufnehmen kann. Also wenn die Speicherkarte schnell genug ist, geht das eigentlich sehr lange. Und es ist einfach primär eine Fotokamera mit 1 Zoll Sensor. Das ist natürlich ganz anders als bei diesen Camcordern, selbst bei der AX53 hier. Und erst recht im Vergleich zur PJ410 und zum Zoom Q2N 4K sowieso.
Das ist eigentlich so mein ganzes Foto-Equipment, was ich nutze. Also wie gesagt, mehr zum Fotografieren. Die hat einen internen Blitz, die hat einen internen Sucher. Aber eben das war das Problem, wenn ich Videos dafür gemacht habe. Wenn man von hinten einspricht, geht's. Und ja, die im Prinzip Vlogging-Version hiervon ist die ZV-1. Die ZV-1 hat einen seitlich rausklappbaren Bildschirm, so wie man es von Camcordern kennt, hat allerdings keinen Sucher. Deswegen, ich hatte die ja erst überlegt zu nehmen. Aber das Mikrofon, was ich hier verwende, das ist eigentlich nicht mit der ZV-1 kompatibel, zumindest nicht ganz. Also man kann es nutzen, muss dann aber ein Klinkenkabel nehmen und das wollte ich nicht. Und da habe ich gesagt, nee, wenn will ich auch den Multi-Interface-Schuh, der auch Audio kann. Und von daher nehme ich dann, oder habe ich mich dann für die AX53 entschieden. Die Panasonic FZ2000 stand auch noch auf der Liste, aber da war es dann so, das ist mir eine zu große Bridge-Kamera, genau wie die FDR AX700. Wie gesagt, die ich eigentlich auch nicht nehmen wollte, weil die mir einfach auch zu fett ist, ne? Und von daher ist es eben die geworden. Ja, was gibt es noch jetzt sozusagen? Es gibt für die M7 eben noch einen anderen Handgriff, auch in der Art, nur halt mit Bluetooth. Das kann man dann eben auch drahtlos als Fernbedienung nutzen, aber ja, das ist schon eine tolle Sache. Ich habe jetzt hier auch die Bereitschaftstasche noch dran, die kann man dann eben auch direkt so zusammen machen und dann nimmt man das hoch, klappt es zusammen. Und hält die sich einfach vor die Nase. Nur eben, wie gesagt, ohne externes Mikrofon. Ist eigentlich schade. Der Multi-Interface-Anschluss, den hätte man eigentlich auch mit Audio bestücken können. Dann hätte man Adapter machen können auf Doppelklinke oder was. Aber warum Sony sich auch immer dagegen entschieden hat. Und wer die Kamera kennt, der sieht, dass ich hier den Handgriff AGR2 auf die Tasche geklebt habe. Das hatte ich in irgendeiner Amazon-Rezension gelesen. Weil ohne lässt sich die Kamera doof halten. Und wenn man den anklebt, kann man die Bereitschaftstasche nicht mehr verwenden. Ne? Und so hat dann jemand geschrieben, ja, ich habe den einfach auf die Tasche geklebt. Und das habe ich auch gemacht. Dann passierte mir ein Missgeschick bei der ersten Tasche, riss mir dann irgendwie das Leder ab. Aber man hat die Tasche irgendwie verändert. Jetzt habe ich mir die nochmal neu gekauft. Und jetzt scheint der Griff auch gut zu halten. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt als drittes, bevor wir jetzt endlich mal die Mikrofone in der Praxis sehen, beziehungsweise in der Theorie und dann in der Praxis, schauen wir uns jetzt noch den Zoom Q2N 4K Handy-Videorekorder an. Übrigens hier noch ein Dreibein von Manfrotto, das ist so eine limitierte Zoom-Version von diesem Pixi-Stativ. Das hatte ich mir auch zu der Q2N 4K gekauft. Da kann man die auch mit Akkupack draufschrauben. Und auch das kann man so zusammen machen, dann hat man einen Handgriff. Das ist auch sehr empfehlenswert, finde ich. Jetzt habe ich das Ding angeschlossen. Und ich habe rechts zwei Schiebeschalter mit drei Stellungen. Der hintere, also der jetzt quasi zum Sucher zeigt, damit schalte ich das Ganze ein, wahlweise im Digital- oder Analogbetrieb. Bei der ZV-1 geht eben nur analog, wie gesagt. Und der vordere Schalter, der ist jetzt sehr interessant. Hier habe ich nämlich drei Stellungen. Diese Stellung hier, also zu mir hin, das ist nämlich auch gut gemacht, dann weiß man auch, wie es örtlich ist, aktiviert nämlich das Mikrofon, was hier in diesem Sender steckt. Also ich spreche jetzt quasi von hinten hier rein. Da gibt es jetzt auch dummerweise keinen Windschutz. Wir haben ja gesehen, beim Empfänger ist ein Windschutz drauf. Und diesen Empfänger, hoppla, den mache ich mir jetzt hier wie so ein Lavalier-Mikrofon oben dran, schalte den ein. Ich muss gucken, wie geht's, da geht es. Und schalte jetzt an dem Sender den vorderen Schalter ganz nach hinten. Wenn ich das tue, dauert es einen Moment. Und jetzt hat es umgeschaltet. Ja, und jetzt rauscht es auch weniger, witzigerweise. Und jetzt verwende ich das Lavalier-Mikrofon, was hier am Kragen hängt. Kann ich natürlich auch direkt besprechen. Oder wenn ich ein Hemd anhabe, kann ich es noch ein bisschen tiefer machen. Dann klingt es nicht so kehlig. Ich versuche das hier mal an dem Amazonas-Shirt mal so hier irgendwie über so eine Falte. Ja, so, da dürfte es ein bisschen besser sein. Jetzt ist es so auf Brusthöhe, also ein bisschen über, oberhalb, also so unter dem Hals quasi. Und jetzt zeigt die Kapsel nach rechts, so kann ich es besprechen. So, jetzt habe ich gesagt, nach hinten und nach vorne schieben. Ich habe aber gesagt, es gibt drei Stellungen. Wenn ich jetzt auf die mittlere Stellung schiebe, dauert auch ein bisschen. Jetzt hören wir ein kleines Echo. Deswegen, ich schalte es mal wieder nach vorne. Da haben wir nämlich die Funktion, dass ich gleichzeitig das im Sender und Empfänger befindliche Mikrofon benutzen kann. Also wir kennen das ja auch bei vielen DVDs, ne, wo dann irgendwelche Interviews drauf sind und dann hört man den Gesprächspartner, aber den Fragesteller, der ist irgendwie so diffus, sonst wo JWD hinter der Kamera oder im Nebenraum oder wie das klingt.
Und das Problem habe ich hier nicht. Ich stelle wirklich dann auf diese beiden Mikrofone ein und kann dann eben ein Gespräch führen. Demjenigen, den ich interviewe, der vor der Kamera steht, der kriegt hier den kleinen Handsender und ich spreche dann sozusagen in das Teil am Blitzschuhadapter. Das ist echt eine, finde ich, super tolle Sache. Wie sieht das aus? Zeige ich euch jetzt auch. So, jetzt habe ich das Sony ECM STXYM1M aufgesteckt. Ah, das ist auch so eine komplizierte Bezeichnung. Ich habe jetzt den Low Cut aus und habe die Charakteristik auf, sagt man 0 Grad wahrscheinlich eingestellt, also auf enge Charakteristik. Das ist natürlich enger als die 90 Grad von einem Audiorekorder und das werden wir auch gleich feststellen, wenn ich jetzt hier mal von vorne das Ganze bespreche. Windschutz habe ich nicht drauf, sonst kann man so doof umstellen. Und jetzt gehe ich mal zur rechten Seite von der Kamera und jetzt wird man hören, meine Stimme ist ein bisschen gedämpft. Und wenn ich jetzt das Ganze aufklappe auf 110 Grad, kommt meine Stimme natürlich von der Seite jetzt viel besser. So ein bisschen erinnert mich das an den Sony PCM-D100, der hat das ja auch, da kann man ja auch die Mikrofone nach außen klappen. Da gab es, glaube ich, drei Einstellungen, 0 Grad, 90 Grad und 110 Grad oder sowas. Ja, es ist zumindest ansatzweise vergleichbar. Man könnte ja auch mit einem Adapter hier einen Audiorekorder draufstecken, müsste dann aber halt den Mikrofoneingang nutzen. Hier haben wir jetzt das Ganze digital, also die Wandler sitzen in dem Mikrofon. Deswegen kann ich jetzt hier auch den Low-Cut dazu schalten, dass eben die tiefen Frequenzen abgesenkt werden und so. Also es ist schon von der Handhabung, ist das einfach toll, ne? Und diese 110 oder 0 Grad, was wählt man wann? Wenn ich jetzt eine Vorführung aus der ersten Reihe aufnehme, also ich sozusagen vor mir das breite Geschehen habe, dann nehme ich natürlich eine recht breite Einstellung, muss aber natürlich auch damit leben, dass wenn ich die Kamera bewege, bewegt sich der Ton eben auch mit. Wenn ich jetzt den Ohrwurm verwenden würde, beispielsweise hier über den Mikroeingang, dann wäre es natürlich anders, weil die dann an meinem Körper sind und die Kamera könnte ich drehen, ohne dass sich der Ton verändert. Das ist die Frage, was präferiert man? Und von daher gibt es da kein richtig oder falsch, das hängt von der Situation ab. Die schmale Einstellung hier, 0 Grad, die ich jetzt verwende, wenn ich auch vor der Kamera stehe, würde man nutzen, beispielsweise wenn ich aus der zweiten oder dritten Reihe das Geschehen filme oder wenn ich nur ein, zwei Solisten filme, also wirklich nur eine kleine Performance oder ein Redner irgendwie als Ersatz für so ein Shotgun-Mikrofon. Die gibt es ja von Sony auch, diese ECM, heißen die SG, ich glaube SG1 und SG2 mit und ohne DSP und Pipapo. Das kann ich natürlich jetzt mit der Bluetooth-Version nicht machen, weil der nur nach hinten zeigt. Also ich müsste dann schon das hier nehmen. Und ich habe natürlich die Richtwirkung nicht ganz so extrem. Aber die Richtwirkung reicht, denke ich, für die meisten Situationen aus. Also man muss nicht beide Mikrofone haben. Ich hatte auch überlegt, das Shotgun-Mikrofon ist eher was für DSLR-Kameras, ist auch deutlich teurer. Und dieses Mikrofon ist eine gute Ergänzung, eben weil es auch dieses Rumpeln gibt. Und wenn man dann hier mit der Kamera mal irgendwas aufnehmen will, ohne dass man jetzt hochauflösende Audio-Files machen will, weil es gehen ja nur 16-Bit 48 kHz, das ist dann das Nächste, mehr kann die Kamera nicht. Und will ich hochwertiges Audio haben, da ist dann wieder der Zoom Q2N 4K im Vorteil mit seinen 24-Bit und 96 kHz. Jedenfalls, wenn ich mehr haben will, muss ich dann wieder ein separates Aufnahmegerät hinstellen. Das wäre übrigens auch was, das könnte ich mal probieren. Und ich behalte wahrscheinlich die Q2N 4K doch noch, weil wenn ich jetzt ein Video mache, könnte ich ja mit beiden Kameras filmen und lege den Ton der Q2N 4K über den Ton der AX53 oder sowas. Also es gibt schon tausend Möglichkeiten und letztendlich könnte man die mit so einem Blitzschuhadapter sogar hier oben drauf setzen. Also es ist auf jeden Fall sehr vielfältig, aber klar, F3 und Rode TF5 oder so wäre jetzt das Optimum, was ich euch anbieten könnte. Aber das jetzt hier aufzubauen mit einem zweiten Stativ, weil ich keine Schiene habe für, zumindest für diese Gewindeklasse, ein Viertel Zoll. Und dann müsste ich dann wieder adaptieren auf 3/8 und so weiter. Also das wäre jetzt echt ein Aufwand, da die Stereo-Schiene zu nehmen. Da müsste man sich so ein Rig bauen, ne, dass die Kamera irgendwie oben ist oder unten ist und man die Mikrofone da dran macht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja eine Montageplatte für unten für die Kameras. Das habe ich noch nicht geguckt. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, wenn man da wirklich eine richtig gute Audioqualität haben will. Und dann kann man sich ja überlegen, nehme ich den analogen Mikrofoneingang der Kamera und gebe sozusagen das Line-Signal des Rekorders in die Kamera rein oder mache ich so, dass ich parallel aufnehme und lege dann auch die Tonspuren übereinander oder sowas. Also Möglichkeiten gibt es derer viele. Aber ich bin nicht der Videotyp, ich bin auch nicht gut im Videoschneiden. Ich habe zwar Final Cut Pro, aber das ist mir alles viel zu aufwendig, die Szenen zu erkennen. Das ist für mich sehr, sehr schwierig und daher mache ich das ungern.
Aber wenn man es eben on the fly haben will, also sprich in einem Rutsch, gibt es da dann schon die verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe das mal gemacht für die Grundschulabschlussfeier hier in Frohnhausen. Da habe ich dann ein Video gemacht mit der RX100, siehe ohne Mikrofoneingang, habe den F3 dahingestellt mit den TF5, also wirklich das beste Besteck, was ich hier habe. Und habe dann nachher das Audio über das Videobild gelegt. Und dann hat sich gezeigt, das war zwar sehr gut, aber eigentlich, ich glaube, die meisten Leute merken das gar nicht. Naja, soweit dazu. Das waren die Mikrofone, die ich euch vorstellen wollte. Und ich hänge euch jetzt noch mal was anderes an zum Abschluss. Ich habe nämlich letztes Jahr gehabt, Walco, ihr erinnert euch, das sind ja die mit dem VMK20, inzwischen VMK25, die haben einen Kopfhörer rausgebracht und haben gesagt, wenn ihr da ein Video zu macht, dann bekommt ihr was von uns. Das habe ich gedacht, na gut, du kannst das zwar nicht, aber mach's einfach mal. Wahrscheinlich war es zu schlecht, ich habe keine Ahnung, aber es liegt immer noch auf der Platte und ich wollte das nicht als eigenen YouTube-Beitrag machen, zumal ich eigentlich auch den LNK3 Lautsprecher mal zeigen wollte. Und das hänge ich euch jetzt noch an zum Abschluss und sage einfach mal schon Tschüss, bis nächstes Mal. Ach so, einen Testbericht zum VMK20 findet ihr bei amazona.de oder auch auf merkst.de. Und ja, ich sag's nicht, ich mag es nicht zu sagen, klickt auf Like oder klickt auf Abonnieren. Ich glaube, die Leute sind mündig und können das alle selber entscheiden, ob sie das tun oder nicht. Und wenn ihr es tut, freut's mich. Wenn ihr es nicht tut, ist es auch okay. In diesem Sinne, tschüss und viel Spaß mit dem VMK20. Hallo zu einem ergänzenden Video von mir. Ich hatte ja schon zwei Artikel auf merkst.de und für amazona.de gemacht zum Walco VMK20 Kopfhörer und gleich schauen wir uns auch noch den Nordel LNK3 an. Das erste, was interessant ist, hier auf dem Smartphone sehen wir das. Das ist ein Motorola Moto G82, also ein recht aktuelles Modell mit Qualcomm aptX HD. Das ist der maximale Übertragungsstandard, das heißt 24 Bit bei 48 Kilohertz. Das ist eine höhere Auflösung als der SBC-Codec, der ausgehandelt werden würde, wenn das Gerät beispielsweise kein aptX unterstützen würde. So. Gut für den VMK20, das kann man am iPhone natürlich nicht demonstrieren, weil Apple da immer nicht so auskunftsfreudig ist. Er unterstützt genauso den AAC-Codec, der wiederum nur von Apple genutzt wird, ausschließlich für iPhone und iPad. Da gibt es kein aptX und entsprechende Zwischenstufen gehen natürlich auch. Das heißt, eine gute Audioqualität an jedem Smartphone, das kann man nicht von jedem Kopfhörer behaupten. Also der Sennheiser Momentum Wireless zum Beispiel kann nur aptX, während der Mackie MC40 BT beispielsweise nur AAC kann. So, bei dem Walco VMK20 kein Problem, der kann alles, den braucht man nur anschließen und hat die bestmögliche Audioqualität. Das hat mich sehr begeistert, denn eigentlich hätte ich das nicht erwartet, denn aptX war angegeben mit 16-Bit und trotzdem geht aptX HD. Das war schon Grund, ihn zu behalten. Hier haben wir das Case dazu, hier die beiden Kabel, die habe ich jetzt mal da oben rausgenommen aus der Hülle. Sowohl ein USB mit Type-C-Stecker zum Laden und ein Klinkenkabel, wenn die Batterie mal leer ist. Und hier oben, das finde ich eigentlich auch ganz schick, kann man das Smartphone einfach so in die Kopfhörerbox tun. Dann ist das auch noch geschützt und dann hat man sozusagen so einen kleinen Music Player. Ja, das erstmal so grundsätzlich und jetzt schauen wir uns den Kopfhörer an. In der Box haben wir das schon gesehen, die stoffbespannten Außenkappen, das ist so wie so ein Meshnetz, fühlt sich auch ganz toll an. Jetzt sehen wir die Innenseite, hier die recht dicke Polsterung und auch sehr gut hier im Innern gedämmt mit so einem Akustikschaum, damit die Plastikteile nicht am Ohr schrabbeln, das ist ganz gut und da wackelt nichts und das sitzt doch alles sehr angenehm, außer vielleicht, wenn es sehr heiß ist im Sommer, da könnte es sein, das macht halt diese Kunstlederpolsterung. Aber das kann man auch ganz einfach abwischen, weil es eben Kunstleder ist, also von daher eigentlich ganz gut gemacht. Wir finden das auch hier oben am Kopfband, da ist auch so ein Kunstlederpolster. Und hier sehen wir jetzt auch die Kopfbandverstellung, die schon ein bisschen ausgezogen ist, die rastet ganz gut ein. Ist jetzt allerdings Kunststoff, muss man sagen, ist natürlich auch ein bisschen Tribut an den Preis, aber das macht nichts, weil stabil ist es in jedem Fall. Dafür hat er klanglich einiges zu bieten, dank des Analog Devices DSP-Chips, der verbaut ist. Der sorgt nämlich dafür, dass der Klang sozusagen, was die kompromissbehaftete Hardware nicht kann, eben sozusagen nachzurechnen. Den hat man eben so abgestimmt, dass er einen sehr guten HiFi-Sound bietet, also von 20 Hertz bis zu den Höhen kommt da absolut alles rüber. Er überzeichnet nichts, also er quakt nicht oder klingt irgendwie harsch in den Höhen, überhaupt nicht. Er klingt wirklich sehr angenehm, also wirklich nicht Studio, aber HiFi. Und das macht echt Spaß mit dem Musik hören, muss ich einfach sagen. Ich habe ihn jetzt selber etwa ein, ja, gutes
Dreivierteljahr und muss sagen, die anderen, die ich Probe gehört haben, konnten ihm eigentlich nur schwer das Wasser reichen. Wenn dann anders, aber auf jeden Fall als Spaßkopfhörer finde ich den Walco VMK20 echt super. Schauen wir uns jetzt nochmal vorne etwas die Bedienelemente an. Hier rechts sehen wir die drei Tasten für Power, Titelsprung und Lautstärke. Kurz gedrückt Lautstärkeänderung, lang gedrückt Titelsprung, hier die äußeren, der mittlere ein Ausschalten und gedrückt halten zum Pairing. Hier vorne haben wir dann die Klinkenbuchse für das beiliegende Klinkenkabel. Da muss man sagen, hätten wir vielleicht den einzigen wirklichen Nachteil. Denn wenn ich hier einen Klinkenstecker einstecke, dann umgehe ich den kompletten Schaltkreis. Das heißt, der funktioniert wie ein analoger Kabelkopfhörer. Wenn der Akku leer ist zum Beispiel, kann man das machen. Und dann klingt er natürlich anders, weil in dem Moment der DSP-Chip nicht greift. Also das heißt, man hört dann den Kopfhörer so, wie er wirklich klingt. Ich muss dazu sagen, das ist nicht spektakulär. Also er kann nicht unbedingt dem Bluetooth-Modus das Wasser reichen, aber für Notfälle reicht das aus. Auf der anderen Seite hier der Knopf für die ANC-Funktion. Auch dann verändert er seine Klangcharakteristik. Ist ganz witzig. Da kann man sogar sagen, in Teilen für Sprachverständlichkeit sogar etwas besser. Und hier haben wir dann noch den USB-C-Ladeanschluss. Ja, das ist der Walco VMK20. Und jetzt gucken wir uns mal den witzigen Lautsprecher an. Werfen wir nun kurz einen Blick auf den, wie ich finde, fantastischen Lautsprecher. Klang ist natürlich eine Sache und ich muss sagen, klanglich ist es halt schon gemessen an der Größe okay, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt besonders. Aber dieser Lautsprecher hat einige Benefits, die, wie ich finde, sinnvoll sind, wenn man ihn unterwegs benutzt. Es ist halt ein mobiler Lautsprecher, klar, deswegen ist er auch recht klein und leicht. Und wir sehen das hier oben, da ist dann so eine Öse, da kann man ihn dann aufhängen irgendwo im Zelt oder so. Und was wir auch sehen, er ist rundrum hier gummiert. Das ist zum Beispiel etwas, das finde ich sehr gut. Man kann den nehmen, kann den irgendwo hinlegen oder hinstellen. Das ist ganz egal, je nachdem, wie viel Platz man hat oder hängt den irgendwo dran. Und wasserdicht ist er außerdem noch. Und das ist natürlich gerade auch für unterwegs sehr wichtig. Aber er hat noch etwas, das habe ich erst gar nicht mitgekriegt, als ich ihn bestellt habe und war hinterher doch sehr positiv überrascht. Und zwar, das sehen wir gleich auf der Rückseite. Vielleicht fange ich erstmal hier mit an. Also hier haben wir zwei Treiber, ne, also Lautsprechertreiber, sind sogenannte Breitbandlautsprecher, die eben den gesamten Frequenzbereich abdecken sollen oder können sollen. Das funktioniert bei so einem kleinen Gehäuse natürlich nicht ohne Kompromisse, die finden wir hinten. Hier sind sogenannte Passivradiatoren, das heißt, wenn vorne Musik erklingt, gibt es ja rückwärtigen Schall und dieser Schall wird nicht irgendwie gedämmt wie bei einem komplett geschlossenen Lautsprecher oder läuft auch nicht irgendwo ins Leere wie bei einem Bassreflexsystem, der natürlich dann auch abhängig vom Raum und der Aufstellung ist, sondern hier werden, das hat sich auch bewährt, Passivradiatoren benutzt. Diese werden von vorne angeregt und schwingen mit und dadurch gibt es dann eben auch entsprechende Tiefen. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das absolute Highlight, wie ich finde, befindet sich hier hinter der Klappe. Die muss man jetzt irgendwie aufkriegen, das ist ein bisschen doof gemacht hier, da wäre es jetzt irgendwie, ja, da müsste eigentlich etwas sein, wo man so richtig anpacken kann, jetzt sehen wir das. Und ich muss das irgendwie mal so halten. Und hier finden wir einen Klinkenanschluss, da ist auch ein Kabel mit bei. Dann finden wir hier, und das ist es jetzt nämlich, muss ich jetzt auch irgendwie mal reinpieksen. Ja, da haben wir es, eine Speicherkarte. Und natürlich ein USB-C-Anschluss, Ladekabel liegt auch mit bei. Und diese Speicherkarte, das ist eine Micro-SD-Karte, da bin ich natürlich immer sehr angefixt und denke, was kann man da machen, und habe dann auch mal ausprobiert. Also es laufen auch große Karten, eine 400 GB Speicherkarte mit EXFAT war kein Problem. Dann habe ich gedacht, boah, wow, was liest da wohl für Dateiformate? Und da war neben MP3 auch FLAC möglich. 24-Bit, 48 kHz, mehr geht leider nicht. Und das macht aber nichts, weil das ist schon cool genug. Und das Einzige, was eigentlich doof ist, dass man eben nur dateiweise springen kann. Also hier rechts fange ich mal mit den Tasten oben an. Plus, Minus, wenn man die gedrückt hält, kann ich Datei springen und kann dann eben Titel vor- und zurückspringen. Er bleibt dann auch an der Stelle, wo ich war, wenn ich ihn wieder einschalte, aber ich kann nicht ordnerweise navigieren. Dann haben wir hier Play-Pause. Dann haben wir die nächste Taste für den Sound. Ich habe hier drei Soundeinstellungen. Das ist die sogenannte 3D-Funktion. Vielleicht kann man das ja mal kurz ausprobieren. Ich fahre jetzt hier mal hoch, schalte auf die Speicherkarte um, muss ein bisschen leiser machen und kann dann eben hier mit der Taste Flat, also das ist dann eher wenig Bass, sowas für, wenn jetzt es ruhige Umgebung sein soll, mit Bass und dann eben mit dieser breiten Stereo-Abbildung. Und das ist natürlich echt eine tolle Sache.
Was mir aufgefallen ist, Bluetooth unterstützt ja nur SBC, also kein AAC, kein APTX, kein APTX HD. Das ist eigentlich auch gar nicht schlimm, weil bei einem Lautsprecher dieser Größe macht das eigentlich eh nichts. Dafür kann ich ja dann auch über die Medientasten hier das Handy fernsteuern. Also das ist schon alles ganz gut. Und was auch gut ist, die Lautstärke synchronisiert sich auch mit dem Smartphone. Also von daher hat man hier schon echt, ja, eigentlich ein tolles Teil geschaffen. Bis auf diese Abdeckung da hinten, finde ich, ist das alles total super. Ja, das war's zu Valco und ja, genau, das bin ich mal gespannt, was sie noch so alles machen. Klar, sie sind Lautsprecher, weiß ich nicht, wie viel Entwicklung da wirklich von Valco kommt, aber vielleicht kann man da ja, wenn, irgendwas überarbeiten. So eine Ordnersprungtaste, es gäbe ja noch viel Platz, also zum Beispiel Pause-Play-Taste lange gedrückt halten oder so, dass man einfach wenigstens mal die Ordner durchspringen kann, da wäre schon viel mitgemacht. Und ja, also wie ich finde, ein toller kleiner Lautsprecher. So, damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.